Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und Sie kennen ja schon aus der letzten Woche meinen Interviewgast Herrn Dr. Henning Steen, ausgewiesener Experte für Bildgebung in der Kardiologie. Und heute gibt es eine ganz tolle Neuigkeit der 3D-Vektor-EKG-Darstellung, also etwas, wo man mit einem EKG innerhalb kürzester Zeit Informationen gewinnen kann, die die klassischen EKGs uns einfach immer noch verheimlichen. Und was das auf sich hat und wie das geht, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Ein EKG kennen Sie sicherlich alle, da guckt man über diese komischen Streifen hinweg und kriegt irgendwie einen schlauen Satz dazu gesagt und ist dann am Ende auch nur bedingt schlauer. Jetzt ist aber die Möglichkeit natürlich, die künstliche Intelligenz einzusetzen, wie wir es ja auch schon im letzten Video gehört haben, es mit dem Herz-MRT möglich ist und das geht auch eine Stufe tiefer. Da kann noch eine Vor-Screening-Variante erfolgen. Und das nennt sich 3D-Vektor-EKG. Und jetzt ist die Frage, was verbirgt sich hinter diesem tollen Wort? Genau, es klingt natürlich erstmal gigantisch, ist eigentlich tatsächlich ein ganz normales EKG. Wir haben aber nicht ganz viele Elektroden, die wir Sie vielleicht kennen, sondern wir haben 5 Elektroden. 4 hier vorne und eine da hinten. Und dadurch, dass wir diese eine Elektrode am Rückenbereich haben, kann ich sozusagen diese 4 Elektroden, die hier vorne sind, noch mit dieser, die da hinten ist, in Beziehung setzen. Und das ist halt dreidimensional. Und normales EKG hat, das kennen Sie, 8, 9 verschiedene Punkte, die P-Welle, die Q-Zacke und so weiter. Das haben wir mit unserem 3D-Vektor-EKG auch, aber unseres ist halt dreidimensional. Stellen Sie sich vor, Sie haben sozusagen die Information Sie haben ein dreidimensionales Gebilde, das drücken Sie platt auf eine Ebene und dann haben Sie halt Ihre normalen Zacken. Das ist das, was wir beim regulären EKG haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit diesem neuen EKG dieses platte etwas wieder auseinanderzunehmen, wie so eine Ziehharmonika, und auf einmal ergeben sich ganz andere Flächen und Punkte und Krümmungen und die können wir messen. Dazu kommen wir auf aktuell etwa 290 verschiedene EKG-Punkte, Flächen und Krümmungen. Und die wiederum können Sie vergleichen mit einem Herzkatheter zum Beispiel und sagen, okay, dieses EKG eines kranken Patienten hat die und die Fehler oder sagen wir mal, Pathologien sozusagen in diesem 3D-Vektor-EKG. Und dieses EKG, das ist also das EKG eines ganz normalen Patienten, der gar keine Probleme hat mit den Herzkranzgefäßen. Und dann sammeln Sie ganz viele normale und Sie sammeln ganz viele Kranke. Und dann können Sie auf einmal trennen zwischen gesund und krank. Und das macht die künstliche Intelligenz? Das macht die künstliche Intelligenz eben, indem wir mit über 3,5 oder fast 3,5 Millionen Rechenschritten diese ganzen Flächen und Krümmungen miteinander in Beziehung setzen und damit eine sehr schöne Trennschärfe. Sehen Sie praktisch, wie wenn Sie mit einer Lupe etwas betrachten. Sie spreizen sozusagen die Informationen und dadurch werden sie immer genauer. Und das ist das, was wir sozusagen mit dieser künstlichen Intelligenz machen. Also wir erheben Datensätze, schicken diese Datensätze durch so einen Supercomputer und in 4 Minuten kommt zurück, du bist Kategorie grün, alles gut, oder gelb-rot, da stimmt was nicht. Wenn etwas nicht stimmt, heißt das nicht zwingend, dass Sie jetzt kurz vorm Herzinfarkt stehen. Sie sind einfach nur bezogen auf das, was wir gemessen haben, abweichend von der Norm. Und da müssen wir gucken mit einem sehr, sehr guten Verfahren, einem sehr, sehr breit aufgestellten Verfahren, dem MRT, was ist denn jetzt das Problem? Habe ich tatsächlich eine Durchblutungsstörung? Das sehe ich im MR. Oder habe ich eine Narbe? Oder ist die Pumpleistung des Herzens reduziert? Oder habe ich ein Klappenproblem? Oder. Also ich nehme die 4 Extremitäten und sozusagen den Rücken. Ja. Und da sammle ich einen Datensatz, ähnlich wie bei einem Langzeit-EKG. Mhm. Und das lässt sich mit der künstlichen Intelligenz auswerten. Genau. Und damit kann ich dann den Abgleich fahren zu bekannten Herzkatheterbildern, mhm, und gleiche den Datensatz ab und kann damit elektrophysiologisch im Grunde genommen viel genauer, viel feinschichtiger, sagten 290 Parameter im Grunde genommen zum Abgleich bringen und habe dann
also ein Pixel dieses Bildes, wie mit den modernen Fotos, die wir machen können, wo man dann also weiter aufdehnen kann und immer noch eine tolle Klarheit hat, um dann zu sagen, ja, also hier ist wirklich berechtigt, da lohnt es sich, so ein MRT zu machen. Und damit können wir dann genau sagen, wo es geht und dann auch noch unterscheiden zwischen dem, das geht durch Lifestyle-Änderung, da brauchen wir ein Medikament und hier müssen wir zeitnah irgendetwas machen, weil sonst geht es in die Hose. Genau. Das ist genau die Idee ist, auch dem, sagen wir mal, niedergelassenen Kollegen, der kein Herzspezialist ist, aber der natürlich tagtäglich bei seinen vielen 40, 60, 80 Patienten, die er sieht, je nachdem, eine Chance zu geben, eine sehr qualitativ hochwertige Vor-Ort-Diagnostik zu machen, um zu sagen, okay, dieser Patient scheint gefährdet, hier muss ich schnell eine weitere Diagnostik haben oder nein, mit sehr, sehr hoher Sensitivität und Spezifität, also Trennschärfe nennen wir es mal, kann ich sagen, du hast zwar vielleicht ein Problem, aber es ist jetzt nichts Akutes. Weil wenn der Hausarzt diese Information jetzt haben will, dann hat er sie ja nicht zur Hand. Er muss ihn entweder irgendwo hinschicken oder er kann sich so ein Gerät irgendwie ordern. Ganz genau. Er kann sich also für, auch die sind, das ist auch relativ günstig. Also es ist weit unter 1.000 Euro, so ein Gerät. Und assoziiert sich dann eben an dieses Datennetz und bekommt, sobald die Daten geschickt sind, innerhalb von circa vier Minuten einen zwölfseitigen Bericht mit verschiedenen Darstellungen, dem normalen EKG, wo er sich zurechtfindet und sagt, das ist ja mein normales EKG, das kenne ich. Und dann noch verschiedene Analysen aus diesem 3D-Datensatz mit künstlicher Intelligenz und einer Wichtung, also einem Ampelsystem, wo gesagt wird, grüne Ampel oder grün, gelb und rot. Ja, rot heißt, wir müssen den nächsten diagnostischen Schritt gehen, nämlich das Herz-MR. Nicht eine, sagen wir mal, ein Verfahren, wo wir viele Sachen auch gar nicht dann sehen können, sondern das MR kann eben diese Veränderungen erkennen und auch dann quantifizieren. Oder alles ist grün, grüner Bereich. Wir brauchen keine Bildgebung. So, ich bin ja schon richtig heiß, wie man an so eine Maschine kommt. Nach was muss ich denn im Internet suchen? Also wenn Sie 3D-Vektor-EKG eingeben, dann kommen Sie sozusagen auf den Anbieter und es gibt nur einen. Und das ist auch ein CE-zertifiziertes Gerät, also jetzt nichts irgendwie nicht aus dem halbseidenen Bereich, sondern es gibt Daten. Wir haben da sehr viel Wissenschaft gemacht, wir haben die Abgleiche gemacht und man kann sich das ordern und bestellen und dann kriegt man auch alle möglichen Dinge, die man dazu benötigt. Man bekommt Einweisungen und ist dann so, man braucht ein Internet. Das ist eigentlich das, was man benötigt, weil die Daten ja direkt geschickt werden, anonymisiert, auch da kein Problem mit dem Datenschutz. Und dieses anonymisierte Ergebnis bekommen Sie zurück. Das bekommt er, also ich mache das selber in Hamburg auch. Und bei mir ist es ganz spannend, das sind viele Patienten, wo wir vielleicht sagen würden, naja, wahrscheinlich hat er nichts. Aber es sind viele Leute, die sind sehr unsicher, die sind zwischen 30 und 50, die haben eben diese 1, 2, 3 Risikofaktoren und die haben Rhythmusstörungen. Ja, und das sind so viele. Ja, ne, das sind ganz viele Leute. Auch junge Menschen, ganz immer mehr. Genau. Und die kommen einfach wirklich sehr verunsichert. Und wenn wir mit einer Methode, wo wir innerhalb von 4 Minuten einen Datensatz erheben und einer über 95-prozentigen Richtigkeit sagen können, sie haben nichts, beziehungsweise das, was sie haben, ist nichts Bedrohliches. Hier liegt also kein Herzinfarkt irgendwie in der Luft oder ähnlich, oder sie haben eine Herzschwäche. Allein was da an Stress schon verloren geht, an Ängsten, an Unsicherheiten, Schlafqualitäten. Ja. Und all diese Dinge, wo wir sagen, daran müssen Sie arbeiten. Also das sind ja sehr häufig auch Menschen, die sehr unter Druck stehen, beruflich, wo wir sagen, Sie müssen an diesem Lifestyle arbeiten. Herzratenvarianzanalyse, Atemtechniken, Coping-Strategien, Freiräume schaffen, Work-Life-Balance, was es da alles so gibt. Und das sind einfach so die Patienten, die das bisher noch gar nicht berücksichtigt haben, weil die waren immer gesund, ja, die waren immer leistungsfähig und kommen an ihre Grenzen. Und wo wir denen ganz klar sagen können, hier liegt wahrscheinlich überhaupt gar kein organisches Problem an sich, im Sinne von, das Herz funktioniert nicht, sondern das Herz reagiert ja auf Hormone, auf den Stoffwechsel. Und wenn da natürlich Dysbalancen sind, dann äußert sich das erste Mal in deren Leben eben zum Beispiel mit Rhythmusstörung oder auch da einem Druckgefühl und Enge. Also das erste Mal des Verlustes der gefühlten Unsterblichkeit, dass die zu Ende ist. Ja. Dass man sich um sich selber kümmern muss. Ja. Und das ist für ganz viel einfach ein ganz wichtiger Punkt, wo wir sehr früh, diese Patienten würden wir nie sehen. Die würden wir nie sehen. Ne? Die sind gar nicht offen für das Thema. Überhaupt nicht. Aber die wissen, ich muss 4 Minuten investieren und 10 Minuten später weiß ich, was los ist. Das ist doch, die Zeit habe ich auch noch. Ganz genau. Und auch das wird aktuell nicht von der Kasse übernommen. Das kostet also zwischen 130 und 150 Euro. Aber Sie haben natürlich eine ganz tolle Methode, wie Sie sehr exakt sagen können, ich bin gefährdet. Ich muss den nächsten diagnostischen Schritt machen oder ich muss mich kümmern
oder ich muss den nächsten diagnostischen Schritt, kann ich machen, ich muss mich aber trotzdem kümmern. Ja? Oder bei uns ist das so, 7 von 10 haben die Ampel grün. Da würden wir sagen, nichts Schlimmes, alles okay. Und bei 3 würden wir tatsächlich zum Beispiel ein CT oder ein Echo oder eben ein MR, wir sind also dafür alles dann auch offen, würden wir dann auch vorschlagen. Und im MR haben Sie dann ganz häufig eben doch das Korrelat, wo Sie sagen, ja, wir verstehen jetzt diese Analyse, wir verstehen die Rhythmusstörung, denn da war zum Beispiel mal eine verschleppte Grippe oder ein verschleppter Infekt auf dem Muskel, den sehe ich und das könnte sehr wohl ein Problem sein. Und den könnte man im Zweifel abladieren und dann wären die Rhythmusstörungen weg. Genau. Aber es bleibt dann trotzdem der kleine Umgehungskreislauf, also irgendein Hemiblock oder sowas, was ja, wir vielleicht sehen. Könnte sein, genau. Und das ist für uns, wie Sie sagten, das vorher in die Fläche bringen, das ist eigentlich genauso ein bisschen die Vision, zu sagen, wir wollen eigentlich die Reise des Patienten abkürzen und die Sicherheit stärken. Die Reise des Patienten, damit meine ich von Symptom bis zur definierten Diagnose, vergehen häufig sehr, 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 sehr viele Wochen, bis oder der Patient verunsichert ist und trotzdem die Luftknappheit hat und so weiter. Und das wollen wir abkürzen. Es ist ja oft so, dass es heißt, wir brauchen einen Termin, in 3 Monaten können Sie kommen. Ja. Ich meine, so ein EKG, was also 24 Stunden in Anführungsstrichen am Tag läuft, hat ja die Möglichkeit, sehr schnell Ängste zu nehmen. Das kann man ja auch delegieren. Da muss ja nicht der Arzt daneben stehen. Ja, also bei mir in Hamburg ist das so, ich mache ein Vor- und ein Nachgespräch. Ich höre mir sehr wohl internistisch an, was sind die Probleme des Patienten. Also, dass ich es verstehe und dass ich auch die Risikofaktoren mir angucke und auch eine gewisse Risikostratifizierung auch für mich als Arzt mache, aber die eigentliche Untersuchung, die wird von der MTA gemacht. Ja, das ist also etwas, wo man, da brauchen Sie kein Arzt sein. Ne? Das ist jetzt nichts, aber das in Beziehung setzen des Ergebnisses mit der Klinik ist dann eben die ärztliche Tätigkeit. Irgendwas müssen wir ja auch noch machen. Ja, ein bisschen ab und zu. Herr Dr. Steen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, die Sie hier offen dargestellt haben, sodass also nicht nur Endkunden, sondern auch Kollegen sicherlich mit ganz viel Aufmerksamkeit zuhören, was da alles so geht. Denn mir ist das bisher noch nicht so über den Weg gelaufen. Habe auch hier in dem Gespräch sehr viel dazugelernt und glaube, dass also für die Patienten auch eine Kompetenzerweiterung sozusagen auch, was kann eine Praxis bieten, was kann ein Allgemeinmediziner machen, dadurch präsent, transparent geworden ist. Und ich bin drauf und dran, also dem zu folgen. Und ich glaube, Sie, liebe Zuschauer, auch. Also vielen, vielen herzlichen Dank für diese anschaulichen Worte. Sehr gerne.